Willkommen zurück zu Prison Architect. Ja, die Feuerwehr ist ja noch auf dem Weg zurück. In der letzten Folge hatten wir einen kleinen Küchenbrand, der auch schon auf unsere Wäscherei übergeschlagen hat. Zum Glück ist es nicht Richtung Zellen gegangen. Ja, und jetzt, seht ihr, ist das hier mit der Küche nicht so doll. Die müssen wir jetzt natürlich einmal wieder komplett neu aufbauen. Hier ist sogar, oh, da ist sogar die Wand kaputt, die Außenwand. Zum Glück habe ich hier die Außenmauer errichtet, von daher ist das nicht so dramatisch. Trotzdem weise ich hier jetzt mal eben bitte hohe Priorität zu. Das muss dringend gemacht werden. Dann muss hier wieder zu. Und dann haben wir hier das Problem mit dem Strom. Uff, der sieht jetzt auch sehr wild aus hier. Wie hatte ich das denn gemacht? Ist das denn hier? Okay, also die Kücheneinrichtung scheint es sogar überlebt zu haben. Ich überlege nur gerade, wie ich das hier angeschlossen hatte. Interessant. So, ansonsten ist es hier noch ein lustig am Qualm. Wir können mal eben lustigerweise mal auf die Temperatur gucken und dann sehen wir, hier ist es natürlich viel zu warm, 34 Grad noch. Der Qualm hängt noch in der Luft. Vielleicht können wir dem noch mal eben ein bisschen Abhilfe schaffen, wenn wir hier noch Fenster reinsetzen. Das machen wir doch mal eben. Vielleicht kann der Qualm dann auch ein bisschen abziehen. Ja, das war jetzt das erste Mal, dass ich Feuer hatte bei Prison Architect. Hier unten, da fehlt auch noch Wand. Ach, die Küchenzuweisung ist auch nicht mehr korrekt. Okay, das erklärt auch einiges. Das müssen wir natürlich auch unbedingt noch wieder richten. Das ist interessant, dass die Zuweisung des Küchenraumes dann nicht mehr geht. Ich mache das einmal komplett weg und einmal wieder komplett hin. So. Jetzt haben wir hier nur das Problem mit dem Strom, weil das hier nicht verbunden ist, aus irgendwelchen Gründen. Aus dem Grund, dass ich das nicht gesetzt habe. Ganz wichtig, mach das bitte. So, hier ist es immer noch am Qualm. Wird aber schon schön sauber gemacht. Das wird auch hingesetzt. Okay. Der Herd ist immer noch nicht angeschlossen. Auch die sind immer noch nicht. Ah, ich habe das Wasser auch noch nicht gemacht. Hier ist das Wasserrohr auch abgebrochen. Da muss noch ein Wasserrohr hin. Und wieso sind die nicht verbunden? Seltsame Geschichte. So, der muss abgerissen werden. Dann können wir hier schon mal die zwei Sägen wieder hinsetzen. Es ist halt blöd, dass ich die nicht drehen kann. Dann kommt da halt eine hin. Da eine hin. Und da kommt dann auch eine hin. Die kaufe ich mir jetzt aber nicht für 1500. Da warte ich, bis die abgebaut ist. So, dann würde mich interessieren, mit den Routen. Ja, wir haben hier einen, der läuft hier jetzt durch. Das ist natürlich Blödsinn. Und dann weisen wir da noch einen zweiten zu. So, die ist abgebaut. Wunderbar, bevor die jetzt wegtragen.
Den hier bitte einmal dahin setzen. Und dann haben wir die Werkstatt auch gleich endlich geschafft. Was ist da? Achso, das ist das, genau. Zack, da ist schon mal eine hingesetzt. Hier ist immer noch kein Strom und immer noch kein Wasser. Okay, das erklärt auch, warum die Verkabelung hier so sehr seltsam war. Immerhin haben wir eine Waschmaschine, die aktuell funktioniert. Es qualmt nicht mehr, der Boden sieht hier nicht so schön aus. Da ist eine Schere gefunden worden. Könnt ihr die mal einer wegnehmen, bitte? So, Waschmaschinen gehen wieder. Muss ich die Bügelbretter jetzt ersetzen eigentlich? Und den Herd? Sollte eigentlich funktionieren, oder? Muss ich hier nochmal wieder neu machen. Okay, mit dem Essen sind wir jetzt natürlich so ein bisschen hinterher. Das ist auch kein Wunder. ...6400, ich glaube nicht. Okay, sehr schön. Dann kommt als nächstes Unterberichte. Bedürfnisse, ja, Familie. Telefon, wirklich im Suchertrakt. Auch ein Postraum. Okay, den Postraum, den können wir vielleicht machen. Und die Hygiene ist auch nicht wirklich schön. Okay, und die Alphabetisierung ist auch so lala, also so richtig doll läuft es da auch noch nicht. Grundlagenbildung ist jetzt aber auch sogar fast abgelaufen, dann hoffe ich mal, dass 10 das bestehen, dann kommen wir hier immerhin schon mal weiter. Ja, und die Einführung in die Sicherheit, den können wir auf jeden Fall machen. Von 9 bis 11 und eigentlich können, wir sind aber nur 2 interessiert, da brauchen wir derzeit auch nicht mehr zu machen. Wunderbar. Dann machen wir hier mal auf weiter. Es wird fleißig gekocht. Die Ärzte langweilen sich zum Glück. Und der Strom, ja, geht noch. Strom geht noch, aber gerade so, da müssen wir auch bald wieder erweitern. Leichten Cashflow. Ah, das Feuer war aber echt hart. So, in der Wäscherei wird jetzt irgendwie auch nicht so richtig gearbeitet. Bin gerade wieder ein bisschen ruhiger, weil ich gerade überlege, was ich als nächstes machen möchte. Vom Geld her sieht es ja derzeit auch nicht so schlecht aus. Wir sollten uns dann um das Bedürfnis Familie kümmern. Ich denke mal, ich werde einen Postraum einrichten. Den kenne ich auch noch nicht so genau. Der kam auch echt spät. Postraum. Mindestgröße 5x5. Wir brauchen einen Innenbereich, Sortiertisch und Tisch. Sortiertisch. Ja, okay. Also die Post muss nicht riesig sein. Würde jetzt thematisch natürlich hier unten besser reinpassen. Ich denke mal, man kann aber die auch hier oben reinsetzen, die Post. Da die ja nicht sonderlich groß sein muss, wir können die ja hier so an den Hof reinsetzen. Das sollte doch eigentlich reichen. Eins, zwei, drei, vier passt natürlich nicht. Sollte ja mindestens 5x5 haben. Müssen wir die doch hier reinsetzen. Ist die Frage, setzen wir sie hier ran? Setzen wir sie hier ran? So, und dann
Ja, das sollte, denke ich, reichen für einen Postraum. Dann machen wir die Tür. Zack. Schön gegenüber vom Unterrichtsraum. So können wir ganz normal weiterlaufen natürlich. Dann hätte ich hier gerne einen Postraum. So. Sortiertisch und Tisch. Wir müssen rein, dann werden die Sachen ja auch gleich vorgeschlagen. Ein Sortiertisch, da können die Leute dann dran arbeiten. Die kosten nur 100, das ist ja nicht viel. Und dann brauchen wir noch Tische. Das ist nicht so schön. Ja, und viel mehr passt dann auch gar nicht rein. Ich bin auch ein Held. Natürlich müssen wir da natürlich gleich noch. Natürlich müssen wir gleich natürlich. Ja, genau. Sollten wir gleich noch dann wieder Arbeiter zuweisen. Oh, 20 Leute können da arbeiten. Das ist ja wunderbar. Und in dem Postraum, da müssen wir natürlich noch warten, bis der fertig ist. Mal ein bisschen Gas hier. Kriegen denn immer diese Metalldinger her? Da muss ich gleich mal nachgucken. Das wird doch das Hochsicherheitsgefängnis draus machen. Sehr schön, Dankeschön für den Postraum. Da können 4 Leute drin arbeiten. Wir haben 4 Sortiertische. Da bin ich mal gespannt, ob das dann auch passiert. Und dann geht es den Häftlingen auch in Bezug auf die Familie besser. Dieser kleine Besucherraum, der tut es natürlich auch nicht. Da können wir natürlich auch noch mal ein bisschen rumräumen. Okay. Immer noch das Problem, dass da nicht unbedingt alle Zellen zugewiesen werden können. Also im Essen befinden sich ja echt die interessantesten Sachen. Und ansonsten wird hier wieder geschlafen. Oder sie sollten zumindest schlafen, machen sie aber nicht. Okay. Nummernschilder haben wir bisher noch nichts. Die Anzahl ihrer Sicherheitskräfte. Gut, manchmal denke ich, sind sie wirklich ein bisschen ausgelastet. Wir werden nochmal wieder welches einstellen. Wir können uns das ja auch gerade locker leisten. 2 Stück erstmal. Obwohl, dann machen wir hier gleich das voll. Eine noch. Wachen sind jetzt hier auch nochmal wieder deutlich präsenter. Okay, wir brauchten dann noch einen Überwachungsmonitor und Überwachungskameras. Das können wir dann natürlich auch noch machen. Erstmal brauchen wir wieder ein bisschen Geld. Könnten wir bei dem Cashflow können wir uns fast überlegen, ob wir da nicht einen Kredit aufnehmen. Das sollten wir uns locker leisten können. So richtig weiter geht's hier gerade nicht. Ich wollte jetzt erstmal gucken, ob das hier funktioniert, noch mit den Mahlzeiten, ob wir da noch hinterherkommen. Aber ich denke schon. Und Wäscherei funktioniert soweit super. Und dann will ich gucken, ob eben das mit dem Postraum funktioniert. Und das hier mit der Werkbank. Mit der Werkstatt natürlich. Ob wir dann irgendwann anfangen, auch was zu produzieren oder halt nicht. Oh, mir fällt ein, hier sind natürlich Metall. Ist auch Metall die ganze Zeit. Und ich wollte gucken, wo kommt das Metall her? Hier zum Beispiel. Zigaretten, Feuerzeug, Drogen, Schnaps, Handy.
Messergabelöffel aus dem Metall wird dann vor allem hier aus der Werkstatt kommen und die können hier mit den Metallgegenständen frei rumlaufen. Ich fürchte, wir kommen nicht drum herum, hier einen Metalldetektor hinzusetzen. Und irgendwer schmuggelt immer ganz viel Zeug rein. Das finde ich nicht in Ordnung. Irgendwer schmuggelt hier immer Sachen im Essen rein. Wenn wir den in die Finger bekommen. Oh Gott, was hier denn los? Ach so, die Sitzung. Sehr schön. Hier ist gerade keine Sitzung. Hier wird gearbeitet. Und im Postraum wird anscheinend auch gearbeitet. Okay, was kostet denn ein Kredit eigentlich? Zuschüsse, Finanzen, dann auch noch Zuschüsse. Höchstkredit 2.500 und wir müssen ihn selbstständig auch wieder zurückbezahlen, haben halt bis dahin immer die ganzen Kredite. Also müssen die Zinsen bezahlen. Oh, der Strom, der Strom, der Strom. Da gehen wir auf Versorgung nochmal. Und ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder wir machen halt hier weiterhin Kondensatoren. Und jetzt haben wir schon wieder kein Geld. Kriegen auch nun einen neuen Häftling dazu. Ja, ich fürchte, da würde ich Kredit aufnehmen müssen, damit es hier dann wirklich wieder ein bisschen weitergeht. Okay, hier können wir jetzt erweitern. 45.000 kostet eine Erweiterung, zumindest in diese Richtung. In diese Richtung auch. Und nach da dann wahrscheinlich auch. Und auch da auch. Okay. Kriegen wir also immer gleich große Gebiete dazu. So, ist hier schon irgendwas passiert? Postsack, null Briefe. Muss also auch erstmal langsam anlaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele hier jeweils arbeiten. Steht dort aktuell auch nicht, weil gerade Freizeit ist. Und hier müssen sie natürlich erstmal die Sicherheit in der Werkstatt erfüllen. Hier arbeiten gerade drei hier. Der ist sogar voll besetzt. Das ist schön. Hier ist voll besetzt. Sehr, sehr schön. Werkstatt natürlich noch nicht, einfach weil das Bildungsprogramm noch nicht abgeschlossen wurde. Das sollte aber eigentlich ganz gut laufen. Wollen wir es denn? Bildungsprogramm. Hier sind nur drei interessiert. Findet aktuell nicht statt. Boah, Grundlagenbildung. Es haben 14 beendet und kein einziger hat's bestanden. Was ist da denn los? So kriegen wir doch hier unsere Auftrag nie erfüllt. Eieiei. Oh, müssen wir den wieder starten? Okay, der war aus. So, Einführung und Sicherheit in der Werkstatt ist da. Sicherheit und Hygiene funktioniert. Das Programm Grundlagenbildung läuft. Da werden ja wieder viele dabei sein, wenn die das alle nicht verstanden haben. Und pharmakologische Behandlung. Okay, mit dem Psychologen, den werden wir sein Büro wahrscheinlich dann noch umlegen, also umsetzen müssen, wenn dann tatsächlich dort auch Gefangene rein sollen. Hier werde ich sicherlich keine Gefangenen reinlassen. Einfach aus dem Grund, dass hier auch die Waffenkammer ist. Bewaffneten Häftling kann ich nun wirklich nicht gebrauchen. Aber ansonsten läuft es doch ganz gut finanziell. Na gut, vom Kontostand her derzeit nicht so. Einfach zu viel investiert in letzter Zeit, viel zu viel gebaut. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen langsamer werden. Hoffen, dass dann hier bald die ersten Häftlinge bestehen, dass wir dann auch dort entsprechend weitermachen können. Ich habe gesehen, man kann auch eine Leichenhalle bauen.
Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das können wir da in diesem kleinen machen. Da müssen Leichenbarren dann rein. Das würde passen. Eine kostet 100. Ja, ich weiß, wir haben kein Geld, aber irgendwie machen wir da einfach nochmal drei rein. Jetzt liegen hier schon Bohrmaschinen drin. Aber es ist schön, dass wir das alles entdecken. Und einfach, dass wir dann unsere Toten, die wir ja doch ab und zu immer mal wieder haben, dass die nicht einfach so auf den LKW draufkommen. Das muss auch nicht sein und wir haben eine Verwendung hier für diese kleine Besenkammer. Sehr schön. Wir kriegen bald einen neuen Häftling in 2,5 Stunden und die Folge ist damit auch vorbei. Jetzt ist nicht ganz so viel passiert in dieser Folge. Wobei doch, wir haben die Küche neu gemacht, wir haben einen Postraum errichtet. Schon ein bisschen was, nur jetzt am Ende war ein bisschen die Luft raus, auch weil ich einfach kein Geld mehr habe. Jetzt muss man halt wieder ein bisschen warten. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt mal wieder eine kleine Aufnahmepause machen und bis dahin dann noch einen schönen Tag. Geld nehmen wir natürlich immer wieder gerne mit. Bis dahin, tschüss.